Beispielsweise, was jetzt speziell die Frau angeht, da gibt es zwei spezielle Reizthemen, die immer wieder in den Vordergrund gestellt werden. Das ist einmal das Thema Ehrenmord und das Thema Zwangsheirat. Zwangsheirat können wir direkt aus dem Fenster werfen. Gibt es das unter Muslimen? Ja. Für die Nicht-Muslime, das ist aber meistens nicht so, wie man sich das vorstellt. Jetzt heiratest du diesen Mann. Ja. Das ist meistens mehr so, ja, dass man so überredet wird dazu. Ja. Nicht also, aber selbst das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass die Frau, weil der Prophet, a.s. sagt, er sagt, مَا يُرَى لِمُتَحَابَيْنِ مِثْلُ نِكَحْ. Für die beiden, die sich lieben, gibt es nichts Besseres als die Heirat. Ja? Sagt der Prophet, a.s. Und der Prophet, Mohammed, sagt, إِذَا أَرَادَ حَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَهُ فَلْيَسْتَمِرْهَا. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, dann soll er dies tun, indem er sich mit ihr konsultiert, also auch ihre Erlaubnis hat. Das ist ein klarer Fall. Es ist ja auch von der reinen Logik her absolut bescheuert. Gibt es das unter Muslimen? Gibt es. Aber der Islam ist meiner Meinung nach, das kann mich gerne jemand eines Besseren belehren, die einzige Religion, wo es einen expliziten Text gibt, der das verbietet. Das heißt, wir können nicht sagen, guck mal, wir verurteilen jetzt alle Muslime wegen Zwangsheirat, als wenn jede Frau zur Heirat gezwungen wurde, was erstmal Quatsch ist, absoluter Quatsch. Und dann versuchen wir das auch mal mit dem Islam zu begründen, um eventuell mit rassistischem Hintergrund oder fremdenfeindlichem Hintergrund direkt eine ganze Gruppe zu verurteilen. Die Frau im Islam, warum Zwangsheirat? Manche Leute, die denken original, dass jede Frau im Islam zur Ehe gezwungen wurde. Ihr müsst mal in diese Foren reingehen, im Internet, in diese Blogs. Das ist, als wenn jede Frau zur Heirat gezwungen wurde. Es ist immer noch eine absolute Ausnahme. Und diese Ausnahme ist auch meistens so, dass es meistens von Vätern ist, die mit der Religion nichts zu tun haben. Oder hat irgendeinen kulturellen Hintergrund, das dazu. Der zweite Punkt ist, den man immer wieder hört, ist Ehrenmord. Ehrenmord im Islam. Und da steht eine Frau in Köln in der Fußgängerzone. Von so einer richtigen Lügen. Abteilung, die versuchen, den Islam zu diffamieren. Da steht sie dort, haben Sie auch gehört, Ehrenmord wäre nicht vom Islam? Doch, er ist vom Islam. Der Ehrenmörder hat in der islamischen Gesellschaft einen hohen Rang. Der Ehrenmörder und seine Mutter kriegen beide die höchste Stellung im Paradies. Es werden Feiern für Ehrenmörder abgehalten. Das wären also Feiern, wie die Hochzeit. Ja, da hast du gerade die Schwester ermordet, da macht man eine große Party, sind alle am Tanzen. Hat schon mal einer von so einer Party gehört? Warst schon mal auf so einer Party? Wer war auf so einer Ehrenmörder-Party? Keiner? Falls man so eine Party sein sollte, ruf mich an. Da komme ich auch vorbei. Da kann ich den Regeln auf... Ja, okay, ich will mich nicht so ausdrücken. Aber solche Leute sind ja die größten Verbrecher. Aber guck mal, was diese Frau für einen Schwachsinn erzählt. Hat schon mal irgendjemand gehört, der Ehrenmörder kriegt die höchste Stellung im Paradies? Ich frage ganz ehrlich, hat das hier irgendjemand mal gehört? Wer glaubt von den Muslimen hier, wir haben heute viele Muslime hier, wer glaubt, dass Ehrenmord haram ist im Islam? Wer von den Muslimen glaubt, dass Ehrenmord eine gute Tat ist? Zum Beispiel die Schwester hat Zina gemacht, die Schwester hat Zina begangen, ja, die hat einen Freund gehabt, dann geht der Bruder hin, der selber eine Freundin hat, Haschisch guckt drauf, der geht dahin, tötet die Schwester. Du hast Schande über die Familie gebracht. Ist irgendjemand der Meinung, das ist eine gute Tat? Keiner? Da seht ihr, ihr müsst mal Nachhilfeunterricht bei der Islamexpertin holen. Und dann kommt der nächste Beweis. Der Herr Sürücü, der seine Schwester Hatun umgebracht hat, der Verbrecher, der in Berlin im Knast ist, ja, der hat unter den Häftlingen einen geehrten Status, weil er die Ehre wiederhergestellt hat. So ein Schwachsinn wird dort erzählt. Man kann ja schwer das Gegenteil behaupten. Ne?
Und wenn sie erzählt, ja, dort im Gefängnis, da hat dieser Ehrenmörder eine hohe Stellung bei den anderen Bekloppten eventuell, ist ja schwer, das Gegenteil zu behaupten. Ne? Da müssen wir schon irgendjemanden finden, der mit dort im Knast ist, der sagt, hallo, stimmt gar nicht. Aber die Lüge hat man erstmal verbreitet und dann steht das da. Aber jetzt fragen wir mal, was haben wir gerade festgestellt, diese Aussage über Ehrenmord, was ist das? Das ist eine unsachliche Aussage. Um genau zu sein, eine Lüge, die dazu dient, ein Hass gegen bestimmte Gruppen oder Personen hervorzurufen, Ängste vor ihnen zu schüren, sie zu diffamieren, zu dämonisieren. Weil natürlich sagt sich der normale Mensch, hör mal, was ist das für eine Gesellschaft? Was ist das für eine Gesellschaft? Hier, die ganzen Jungs, die haben jede Woche eine andere Freundin. Und wenn die Tochter einen Freund hat, dann wird die gekillt oder was? Dann hat die auch noch, dann sind auch noch alle froh darüber. Das heißt, was sind das für Kranke? Das ist das Ziel von so einem Schwachsinn. Und das wirkt. Das wirkt. Du siehst es eindeutig, die Leute kriegen Hass gegen uns. Aber was müssen wir tun als Muslime? Wir müssen aufklären darüber. Dann wird erzählt von von dem einen CSU-Politiker, der Name ist mir jetzt entfallen, wird erzählt, die muslimischen Gemeinden müssen sich gegen Ehrenmord aussprechen. Ja, hat schon mal einer von irgendeinem Imam gehört, dass das eine gute Tat wäre? Das gibt es nicht. Das ist der größte Schwachsinn, ist das. Wer sagt, das ist gut, dem muss man den Stempel geben, dass er geistesgestört ist. Islamisch gesehen. Und so ein Blödsinn wird erzählt. Die Leute kriegen Hass. Das ist klare Hetze. Klare Hetze. Nächster Punkt. Und jetzt gebe ich euch mal eine, und jetzt illustriere ich euch mal, wie das Fernsehen hier noch versucht, Benzin in das Feuer hineinzuschütten. Da kommt eine Fernsehsendung. Das ist Ehrenmord. Bruder, es wäre gut, wenn man reden will, wenn man dann rausgeht, weil das stört auch die Leute, die hier mithören wollen. Okay. Fernsehen. Erstmal kommt die Ansagerin und sagt mit ernster Miene, im nächsten Bericht, wo es um Ehrenmord geht, werden Sie erschreckenderweise Kommentare hören, wo Sie sehen werden, wie das bei einigen Leuten aussieht. Du bist also schon von vornherein so geimpft. Ja, oh, was kommt denn jetzt? Ui. So, dann informieren Sie dann. Dann fragen sie erstmal vier Schüler und die sagen ja, Ehrenmord, das hat nichts mit Islam zu tun und das, was er gemacht hat, ist falsch. Jetzt, aber wir haben weiter geforscht. Es gibt auch andere Stimmen. Ja. Der Lehrer so und so hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es manche Leute gibt, die das okay finden. Jetzt kommst du in einen Klassenraum rein und du kriegst automatisch den Eindruck, dass alle, die in dieser Klasse sitzen, durch dieses Vorwort für Ehrenmord werden. Und jetzt werden zwei Leute werden interviewt und die sagen, ja, wenn die mit dem geschlafen hat, dann hat sie Pech gehabt. Also wenn meine Schwester das machen würde, würde ich das auch machen. Erstmal, er begründet das nicht mit dem Islam, sondern mit seiner eigenen Ehre. Punkt 1. Punkt 2 ist, was sie machen, ist, sie haben vorher vier Leute gezeigt, die gegen Ehrenmord sind. Was zeigen sie jetzt? Sie zeigen zwei, die für Ehrenmord sind. Aber, was machen sie? Sie zeigen diese zwei Leute. So jetzt, man sieht diese Leute, die dafür stimmen. Man sieht die aber mit verdecktem Gesicht, verschwommenem Gesicht. Was wird jetzt gemacht? Jetzt werden die zweimal interviewt aus verschiedenen Positionen. Und dadurch entsteht der Eindruck, dass genauso viele dafür sind wie dagegen. Die haben aber auf der ganzen Schule nur zwei Schüler gefunden, die so einen Schwachsinn erzählen. Aber die zeigen die jetzt im Kontrast zu denen, die dagegen sind, zweimal, sodass es so aussieht, als wenn vier Leute dafür sind und vier Leute dagegen. Das sind die kleinen Tricks, da muss man nur drauf aufpassen.